Im Oktober 2013 fanden die Herbstkonferenzen des Missionswerkes Friedensbote statt. Die evangelischen Freikirchen der Städte Halver und Traunreuth öffneten gastfreundlich die Türen ihrer Bethäuser für die Veranstaltungen des Missionswerkes. Mitglieder der örtlichen Gemeinden und Gäste hörten ermutigende Zeugnisse über die Verkündigung des Evangeliums und über die diakonischen Dienste in den Ländern der GUS. Besonders für ältere, einsame Menschen und andere Gruppen von Bedürftigen sind Christen oft die einzige Hilfe. Das Motto der Konferenzen im Jahr 2013 waren die Worte des Herrn Jesus Christus zu seinen Jüngern: Gebt ihr ihnen zu essen. Durch die ausdrucksvollen und inhaltsreichen Predigten der Pastoren Andreas Ackermann aus Köln und Peter Reichholf aus Österreich wurde die heutige Aktualität dieses Mottos deutlich. Während der Pause bestand für jeden die Möglichkeit, sich über die Geschichte des Missionswerkes Friedensbote zu informieren und interessante Literatur am Bücherstand zu erwerben. Im zweiten Teil der Konferenz fand die Präsentation der aktuellen Missionsprojekte statt. In einer gemütlichen Atmosphäre hörten die Konferenzteilnehmer aus erster Hand die berührenden Zeugnisse von Missionaren aus Jakutien und Moldawien. Pastor Said Protopopov erzählte über das Leben der nördlichen Völker unter harten sibirischen Bedingungen. In einer jakutischen Familie aufgewachsen, kennt Said aus erster Hand die schrecklichen Probleme, die die nördlichen Landesteile Russlands beherrschen: Alkoholabhängigkeit und Okkultismus. Nach einer langen und schweren Krankheit fand Said zum Glauben an den lebendigen Gott. Heute verkündigen er und seine Frau Natalia die rettende Botschaft des Evangeliums in den entlegensten Ecken Jakutiens. Durch verschiedene Dienste und Projekte erreicht das Wort Gottes auch heute noch sowohl die Herzen der lokalen Bevölkerung als auch die Gastarbeiter aus West- und Zentralasien, die aus Aserbaidschan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan kommen. Andrea Sielski, ein aktiver Pastor und Evangelist aus Moldawien, berichtete über den Segen und die Nöte, die die Gemeinden im ärmsten Land Europas erleben. Die schwierige wirtschaftliche Lage des Landes zwingt viele Menschen, Moldawien zu verlassen, um im Ausland nach Arbeit zu suchen. Ihre Kinder lassen sie oft in der Obhut der Großeltern. Diese sind jedoch nicht in der Lage, die Eltern vollständig zu ersetzen. Wiederholt kommt es vor, dass die Eltern aus unterschiedlichen Gründen nie mehr zurückkehren und die Kinder sich selbst überlassen bleiben. Somit ist jedes fünfte Kind halbweise und jedes zehnte Kind vollweise. Christen vieler freikirchlichen Gemeinden Moldawiens geben sich große Mühe, um gerade solchen Kindern zu helfen. Viele Kinder aus nichtchristlichen Familien besuchen die Sonntagsschulen, christliche Kinderfreizeiten und sonstige Aktivitäten. In einigen Orten finden solche Treffen 2 bis 3 Mal pro Woche statt. Dort werden die handwerklichen Fähigkeiten der Kinder gefördert, gebastelt, biblische Geschichten erzählt und vieles mehr. Anschließend werden sie mit einer Mahlzeit versorgt. Für einige dieser Kinder ist es die einzige Möglichkeit, satt zu werden. Die Herbstkonferenzen dienten für alle Teilnehmer zur Erbauung und motivierten zur eigenen Teilnahme am Bau des Werkes Gottes in seinem Reich. Wir sind dankbar, dass Gott auch heute viele Christen in Europa anspricht und sie den Nöten unserer Glaubensgeschwister im Osten gegenüber nicht gleichgültig bleiben. Denn jeder Christ ist Teil des Leibes und Werkes Christi. Nach der Konferenz wurde eine Umfrage zur Notwendigkeit von Missionskonferenzen durchgeführt. Einige Glaubensgeschwister teilten ihre persönlichen Eindrücke mit. Kurz ein paar Fragen zu der heutigen Konferenz. Ja. Was hat dir besonders gefallen heute? Also mir hat besonders der Bericht aus Jakutien gefreut, weil ja auch jemand da war von Jakutien und ihr wart ja auch schon bei uns beim Mittagessen und ich finde, dann hat man so ein bisschen persönlichen Bezug dazu. Ja, ich fand es auch ganz toll, dass wir ganz viele Bilder sehen konnten. Da kann man sich die andere Welt ein bisschen vorstellen und ich finde das ganz spannend zu erfahren, was Christen auf der ganzen Welt so machen. Einfach mal ein paar Fragen stellen, ob Ihnen die Konferenz heute gefallen hat.
sehr hat sie mir gefallen. Mich hat sie so berührt von dem kleinen Bruder, der wirklich seine Geschichte erzählt hat. Und also man hat ja von ihm erzählt. Und denn ich war auch in Russland, jetzt vor in 45er war ich auch in Russland. Und so hat es mich sehr interessiert, etwas noch zu hören von dort. Und überhaupt der ganze Tag, der war sehr, sehr reich und gesegnet. Also mich hat es sehr beeindruckt, vor allen Dingen die Berichte, wo es darum ging, wo überall das Evangelium hineingetragen wird, also bis in die entlegensten Orte von Jakutien. Also das war schon sehr beeindruckend, auch mit welcher Hingabe und auch mit welchem Einsatz also die Leute da waren. Also man hat da Dinge gesehen, dass da selbst LKWs so also fast umgekippt waren, andere steckten im Wasser. Also ich muss schon sagen, Hut ab vor solcher Leistung auch, ne? was die Leute dort machen. Und wenn ich daran denke, dass sie das aus einer Liebe zu Gott tun, ja, das ist einfach nur begeisternd. Ja. Okay. Ja, wir waren froh, dass heute auch viele Jugendliche dabei waren bei der Konferenz. Wie hat euch die Konferenz gefallen? Es war schön, einfach das mal zu sehen, was nicht alltäglich ist, was man nicht jeden Tag sieht. Wir sehen hier unser Umfeld, aber wir sehen nie zum Beispiel Sachen in Sibirien. Das sehen wir nicht jeden Tag. Und von, dass es da auch Christen gibt, das ist manchmal gar nicht zu glauben. Einfach in einem Land, wo es eigentlich nur Eis und Schnee gibt, wo man manchmal meint, gibt es auch den lebendigen Glauben an Jesus. Was ist Ihre Meinung? Sollte man in der Zukunft immer wieder solche Konferenzen machen? Ich denke, sie sind sehr bereichernd für Gemeinden selber, einen Blick wieder für die Mission zu bekommen. Weil man hier wirklich Einblick bekommt in die wirkliche Arbeit, die oft nicht einfach ist und leicht, aber trotzdem Frucht bringt dann. Und ich denke, dass es eine Bereicherung für die Gemeinde selber ist. Wenn Sie mehr über die Konferenzen des Missionswerkes Friedensbote hören möchten, können Sie auf unserer Website eine DVD bestellen. Bei Interesse kommen wir auch gern mit einem Missionsbericht in Ihre Gemeinde. Bitte beten Sie auch weiterhin für alle Missionare und Projekte in Moldawien und Jakutien. Wir wünschen Ihnen den reichen Segen Gottes. Hergestellt für friedensbote.org. Oh.